Die Geschichte, die ich euch kurz erzählen möchte, hat ein Mann von den Salaf selber berichtet. Einer von den früheren Menschen, die gelebt haben, von den Gläubigen, hat folgende Geschichte erzählt. Er sagte, früher war ich auf dem falschen Weg und habe viele Sünden begangen und Wein getrunken, Alkohol. Und während ich in diesem Leben war, sündigen Leben, sah ich eines Tages auf der Straße einen Jungen, der ein Weise war. Und er war noch sehr verarmt. Das sah man ihn an, dass er sehr verarmt war. Daher nahm ich ihn mit und behandelte ihn gut. Ich gab ihm zu essen, kaufte ihm Kleidung und ließ ihn ein Bad nehmen. Ich schnitt ihm die Haare und habe ihn so großzügig behandelt, wie ein Mann seinen eigenen Sohn behandeln würde. Ja, ich habe ihn sogar noch besser behandelt. In dieser Nacht, sagt er, hatte ich einen Traum. Ich sah den Tag der Auferstehung vor mir toben und bekam große Angst. Ich wurde zur Abrechnung gerufen, mein Name wurde gerufen. Und ich wurde zu einer bestimmten Gruppe von Menschen geschickt, geh dahin, aufgrund der schlimmen Sünden, die ich vorher begangen hatte. Und es kamen die Engel der Strafe auf mich zu und schleppten mich in die Richtung des Höllenfeuers mit aller Kraft. Ich war schwach, gedemütigt und machtlos, konnte nichts tun. Sie zogen mich ins Feuer. Doch dann sah ich dieses Waisenkind vor mir auf dem Weg. Und dieses Kind sprach, O ihr Engel meines Herrn, lasst ihn, denn ich möchte Fürsprache für diesen Mann einlegen, denn er hat mich sehr gut und großzügig behandelt. Ich möchte Schafa'a, ich möchte Allah bitten, dass er ihn davor bewahrt. Da sagten die Engel, uns wurde das aber nicht befohlen. Die Engel tun das, was Allah ihnen befiehlt. Wir haben keinen Auftrag, dass wir ihn nicht ins Feuer werfen sollen. Doch dann kam der Ruf von Allah. Lasst ihn frei. Ich habe ihm die Rettung geschenkt. Aufgrund der Fürsprache des Waisenkindes und weil er ihn gut behandelt hat. Der Mann sagte, dann wachte ich auf von meinem Traum und kehrte reumütig zu Allah zurück und strengte mich an, noch mehr Barmherzigkeit dem Waisenkind entgegenzubringen. Durch einen Traum hat Allah das Leben dieses Menschen geändert. Durch einen Traum, ein Hinweis, eine Warnung Allahs, hat dieser Mensch sein sündiges Leben aufgegeben. Wann gibst du deine Sünden auf? Was muss passieren, damit du aufwachst? Wer Gutes tut, wie dieser Mann, den schenkt Allah die Rechtleitung. Er hat dieses Zeichen angenommen. Er hat es verstanden. Das war kein Zufall. Das war Qadar. Er hat dieses Zeichen, diese Chance angenommen, weil er Gutes getan hat.